Hey Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute schauen wir uns die 10 teuersten Luxusjachten der Welt an. Viel Spaß beim Video! Der 10. Platz unserer Liste belegt die Allseid Megayacht für ca. 240 Millionen Euro. Die Allseid wurde im Auftrag des Sultans des Oman, Qubus in Said, gefertigt. Eigentümer ist offiziell das Sultanat Oman, welches die Luxusjacht dem Sultan des Oman zur Verfügung stellt. Die Yacht wurde in Deutschland gebaut und kann bis zu 65 Gäste beherbergen. Rund 150 Crewmitglieder sollen sich dabei um den angemessenen Luxus der Gäste kümmern. Ein eigenes Kino sowie eine großzügige Saunalandschaft sollen den Gästen die nötige Unterhaltung bieten. Außerdem hat die Yacht einen Konzertsaal, wo ein 50-köpfiges Orchester seinen Platz findet. Ein Hubschrauberlandeplatz am Deck des Megaschiffs gehört wie bei fast allen der aufgelisteten Luxusjachten mittlerweile zum Standard. Auf Platz 9 landet die Yacht The Rising Sun für rund 250 Millionen Euro. Die Yacht wurde ursprünglich 2004 für den Oracle-Gründer Larry Ellison gebaut. Im Jahr 2007 gab er bereits die erste Hälfte seiner Yachtanteile an David Geffen ab, bevor er sie 2010 ganz verkaufte. Der Grund für den Verkauf war laut Ellison die unpraktische Größe der Yacht. Er ließ sich später die kleinere Yacht Musashi bauen. Die Rising Sun wurde wie auch die meisten anderen Luxusjachten in Deutschland gebaut und hat auf den 5 Decks mit rund 8000 Quadratmetern insgesamt 82 Räume. Das Deck besteht komplett aus Teakholz und hat einen eigenen Basketballplatz, welcher jeweils als Hubschrauberlandeplatz umfunktioniert werden kann. Eine 45-köpfige Crew ist für das Wohl der bis zu 16 Gäste zuständig. Oprah Winfrey machte übrigens bereits Urlaub auf dieser Yacht. Der 8. Platz geht an die A-Motor-Yacht. Dieses exklusive Boot kostete ca. 270 Millionen Euro. Die A-Motor-Yacht ist im Besitz des russischen Milliardärs Andrei Melchinikov. Das Design wurde an ein U-Boot bzw. an ein US-Kampfschiff mit Radar-Tarnfunktion angelehnt, wodurch diese einzigartige und besondere Form entstand. Auf der Vorderseite des Schiffs befindet sich ein Helipad und ein Pool. Auf der Rückseite befindet sich ein weiterer Pool und ein Loungebereich mit Jacuzzi, welcher einen Glasboden besitzt, um die schiffseigene Disco hinunter zu sehen. Im Innenbereich befinden sich drei Aufzüge, um in die eigene Suite als auch in die 6 Gästesuiten zu gelangen. Das verbaute Glas soll auch einen Bombenangriff überstehen. Angeblich steht die Motorjacht mittlerweile zum Verkauf, da die Segeljacht A, welche wir später noch sehen, die Nachfolge der Motorjacht angetreten hat. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Unseren 7. Platz belegt die Dubai-Yacht, welche 325 Millionen Euro kostete. Die Dubai, drittlängste Yacht der Welt, wurde ebenfalls in Deutschland von Blohm & Voss in Kooperation mit Lürssen gebaut. Jedoch wurde 1997 der Bau vom ursprünglichen Auftraggeber gestoppt und erst 2001 vom Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum übernommen. Der Herrscher des Emirats Dubai ließ sich die gleichnamige und halbfertige Yacht inklusive Schwimmdock nach Dubai transportieren und von der lokal ansässigen Platinum Yachts FZCO Werft fertigstellen. Die Dubai war von 2006 bis 2009 die längste Luxusjacht der Welt und kann auf 8 Decks bis zu 115 Gäste beherbergen. Auf Platz 6 landet die größte Segeljacht der Welt mit dem Namen A. Diese hat rund 400 Millionen Euro gekostet. Die Sai-A ist mit ihren 3 Masten die größte Segeljacht der Welt und ebenfalls im Besitz des russischen Milliardärs Andrei Melenchikov, welcher auch bereits die A-Motorjacht besitzt. Damit ist der Russe bereits das 2. Mal in unserer Liste vertreten. Die Masten sind dabei fast 90 Meter hoch und das größte der automatischen Segel hat eine Fläche von 1760 Quadratmetern. Die A-Segeljacht kann als Antrieb auf ihre 3 Segel zurückgreifen, aber auch mit den 2 verbauten Dieselaggregaten oder rein von 2 Elektromotoren betrieben werden. Das Deck besteht aus Teakholz. Erbaut wurde die größte Segeljacht der Welt ebenfalls in Deutschland von der Werft Nobiskrug in Redensburg. Die 5 teuerste Luxusjacht der Welt ist die Topaz Yacht für 420 Millionen Euro. Der Besteller und Besitzer der Topaz Superjacht ist Mansour bin Zayed Al Nahyan, Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi. Der Scheich ist übrigens auch Besitzer des Premier League Fußballclubs Manchester City. Erbaut wurde die Yacht in Deutschland von Lürssen in Bremen. Auf den 8 Decks befinden sich 2 Hubschrauberlandeplätze und ein Jacuzzi. In 26 Kabinen bietet die Topaz einen Platz für bis zu 62 Gäste. Über die Innenausstattung ist leider sehr wenig bekannt. Star-Innendesigner Terence Disdale zeigt sich für das Interieur verantwortlich, der auch bei der Abramowitschs Megayacht Hand anlegte. Knapp das Treppchen der teuersten Yachten verpasst, hat das Boot mit dem Namen Dilbar, welches 450 Millionen Euro kostete. Die Dilbar Superjacht ist zwar nicht die längste Yacht, allerdings vom Volumen her gesehen die größte Yacht der Welt.
Auf 3800 Quadratmeter Wohnfläche sollen in nur 12 Luxuskabinen bis zu 24 Gäste Platz finden. Allerdings besitzt das Megaschiff 53 weitere Kabinen für die Crew. Der Luxus an Bord ist also für den russischen Milliardär Alisher Usamov, welcher ein geschätztes Vermögen von 13 Milliarden Euro hat, und seine Gäste Programm. Diese Dilba besitzt den größten Pool, welcher in einer Yacht je verbaut wurde. Er soll 25 Meter lang sein und 180 Kubikmeter Wasser führen. Auf dem Deck befinden sich zwei Hubschrauberlandeplätze. In nur 52 Monaten wurde die Yacht in der deutschen Werft Lürssen gefertigt. Die Bronzemedaille der teuersten Luxusjachten geht an die Serene Yacht für 500 Millionen Euro. Die Serene Yacht wurde vom russischen Wodka-Milliardär Yuri Scheffler bei der italienischen Werft Finciteri in Auftrag gegeben und lief 2011 vom Stapel. Bill Gates hat sich die Yacht im Jahr 2014 für einen Urlaub ausgeliehen. Der Preis? 5 Millionen US-Dollar für eine Woche. Insgesamt finden 24 Gäste in 12 luxuriösen Kabinen Platz. Außerdem beinhaltet die Serene eine Kletterhalle, zwei Helipads, drei Swimmingpools, ein Kino und einen kompletten Spa-Bereich. Unter Deck soll ein Unterwasserraum eingerichtet sein und genügend Platz für ein U-Boot bieten. Die Serene belegt damit Platz 3 der teuersten Luxusjachten. Auf Platz 2 landet die Yacht Azam, welche zugleich die größte Yacht der Welt ist und schlappe 530 Millionen Euro gekostet hat. Die Azam ist die längste Yacht der Welt und im Besitz der Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, dem Scheich Khalifa bin Said Al Nahyan. Erbaut und fertiggestellt wurde das Wunderwerk der Technik in Bremen von der Lürssenwerft im Jahr 2013. Insgesamt ist die Yacht in 7 Decks unterteilt. Das Herzstück ist dabei der Azam Salon im mittleren Teil des Schiffes, welcher 29 Meter lang und 18 Meter breit ist und keine tragenden Stützen beinhaltet, also völlig offen gebaut ist. 94.000 PS treiben die Azam auf eine Geschwindigkeit von bis zu 30 Knoten an. Ein Hubschrauberlandeplatz ist bei dieser Größe sowieso schon Standard. Auf Platz 1 der teuersten Luxusjachten landet die Eclipse für unfassbare 850 Millionen Euro. Der russische Multimilliardär Roman Abramowitsch ist der Besitzer der teuersten Yacht der Welt. Die Eclipse war von 2010 bis zum Bau der Azam 2013 die längste Yacht der Welt und wurde in Hamburg gefertigt. Obwohl die Eclipse nach dem Stapellauf noch einmal eine Verlängerung bekam, musste Abramowitsch den Titel schnell wieder abgeben. Allerdings ist die Eclipse aufgrund von mehrfachen Aufrüstungen mittlerweile um einiges teurer als die Yacht des Scheichs. Ursprünglich lagen die Schätzungen des Kaufpreises bei rund 350 Millionen Euro. Nach dem Umbau 2015 soll die teuerste Yacht der Welt fast 1 Milliarde Euro wert sein. Sie bietet einen Platz für 36 Gäste und 70 Bedienstete und beinhaltet eine eigene Disco, ein Kino, zwei Pools, einer davon ist 16 Meter lang, zwei Hubschrauberlandeplätze, vier Motorboote und 20 Jetskis. Außerdem ist ein unglaubliches Sicherheitssystem verbaut, welches mit einem Raketenabwehrsystem und einem U-Boot für den Ernstfall ausgestattet ist. Zudem wurden gepanzerte Wände und schusssicheres Glas verbaut und auch gegen Paparazzis will der Russe mit einem Lasersystem vorgehen, welches die Digitalkameras blendet. Welches der gezeigten Schiffe hat euch am besten gefallen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.